Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal und willkommen auf der Tour zur Tour. Ja, ich habe mir heute schon wieder eine Tour im Raum Lippramsdorf rausgesucht. Das ist aber Zufall gewesen. Ich fahre sie nicht ganz original, beziehungsweise ich fahre jetzt den Weg dorthin. Und dann der Tour folge ich der Tour und ja, dann zum Ende hin werde ich die noch ein bisschen verlängern, weil das ist nur eine recht kurze, irgendwie 30 Kilometer oder so, aber 50 möchte ich schon ganz gerne fahren. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. Ja, wir kommen jetzt hier gleich schon nach Lippramsdorf rein. Da geht es dann durch bis zum Friedhof, beziehungsweise der Start ist am Friedhof. Also für Leute, die mit dem Auto anreisen wollen, da kann man natürlich gut parken. Aber ich glaube, wir kommen jetzt gar nicht direkt bis zum Friedhof. Wir werden, denke ich mal, vorher links abbiegen. Ja, da hinten, hinter der alten Mühle, die ihr da seht, ist der Friedhof, wo es eigentlich starten würde. Aber ich fahre jetzt einfach hier links ab und bin dann auf der Route. Und schon geht es wieder aus Lippramsdorf raus, Richtung Wulfen. Ja, ich bin mal gespannt. Es soll insgesamt eine sehr ruhige Runde sein. Auch wenn man ab und zu mal durch Ortschaften durch muss. Aber lässt sich ja nun mal nicht immer vermeiden. Ja, von Wulfen aus ging es dann fast nahtlos über nach Lembeck. Lembeck bin ich jetzt auch schon fast durch oder eigentlich durch. Eine grobe Richtung geht jetzt Richtung Schloss Lembeck, aber da geht die Tour, glaube ich, gar nicht lang. Aber jetzt erstmal hier an den Gleisen entlang. Der Barkenberg wird hier geschickt umfahren. Bevor es dann wieder Richtung grobe Richtung Halt dann geht. Ja, eigentlich ist ja recht schönes Wetter und eigentlich sind auch warme Temperaturen angesagt, aber es ist noch recht früh und da, wo die Sonne nicht hinkommt, ist es scheiße kalt und dazu kommt noch dieser eisige Wind. Boah. Schlimm. Und ich habe noch so zu Hause gedacht, auch soll ja warmes Wetter angesagt sein. Brauchst du für die Pause gar keine warme Jacke mitnehmen, aber nee, habe ich trotzdem mitgenommen und ist auch gut so. Jetzt geht es hier erstmal schön über
die Bauernhöfe. Sowas mag ich ja. Es geht jetzt hier ein Stück durch die Bäckermark. Beck mit E. Also wir kommen gleich durch die Bauernschaft oder keine Ahnung, Weiler. Wie auch immer, Beck. Ja, ich habe irgendwie jetzt die ganze Zeit Gegenwind und es wird einfach nicht wärmer. Die Sonne kommt nicht raus. Ich werde keine Pause machen und die Tour auch nicht verlängern, weil nee, das ist mir jetzt echt zu kalt und zu windig, weil ich glaube nicht, dass ich auf der Strecke hier noch einen guten windgeschützten Pausenplatz finde. Aber vielleicht habe ich ja doch Glück und es kommt noch was. So, und jetzt habe ich gleich wieder vollen Gegenwind. Leck mich! Jetzt fahre ich wieder auf Lippramsdorf zu. Da vorne auf der linken Seite seht ihr wieder die alte Mühle und davor dann jetzt den Friedhof. Ich bin heute froh, dass die Runde rum ist, weil der Wind ist so eiskalt. Naja, ich werde dann jetzt mal wieder Richtung Richtung Römer-Lippe-Route fahren und dann nach Hause. Dann gibt es erstmal einen heißen Tee. Ja, bin schon wieder auf meiner letzten Meile, also gleich wieder zu Hause. Ja, ist eine schöne Tour, lohnt sich nachzufahren. Ich werde sie auch unter dem Video verlinken. Wie gesagt, da am Friedhof kann man auch gut parken und wäre an Start und Ziel, gibt es auch genug Einkehrmöglichkeiten, sagen wir es mal so. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.